Ich bin am Arsch. Könnt ihr das sehen, das Wasser vor der Haustür? Ich sauf ab. An dem Abend, wo dieses Video entstanden ist, ja, da war das ja alles noch so surreal, dass man das noch gar nicht richtig greifen konnte. Und dann irgendwie am nächsten Morgen war ja dann schon der erste Gedanke, okay, ich glaube, das hier, das gibt keinen mehr. Das Rote, das ist alles Öl. Das ganze Haus ist versaut. Überall 5 cm hoch der Schlamm. Wohnzimmer, alles ist voll. Da war ja noch so die absolute Gefühlstaubheit. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich hier irgendwo auf irgendeinem Pfahl gesessen mit einer Flasche Bier und habe mir dann angeguckt, wie der halt abgerissen hat. Das war halt einfach richtig eine Gefühlswüste irgendwie. Ja, jetzt sind 10 Monate vergangen, haben jetzt angefangen mit dem Wiederaufbau und das ist halt ein Mega-Gefühl, dass das jetzt losgeht. So, heute haben wir den 10.05.22. Erste Spatenstich an der Hauptstraße 35 und 37. Wir sind mega happy, dass es jetzt endlich losgeht. Werden jetzt quasi die Flächen hierher gerichtet, dass wir mit dem Betonieren anfangen können. Das gibt einem auch wieder ein Stück Sicherheit und Zuversicht, weil man einfach jetzt auch wieder mit was Neuem angefangen hat. Also man ist nicht nur immer am Fegen und am Wegräumen und auf die Deponie am Fahren, sondern jetzt sieht man wieder, dass auch mal was Neues entsteht. Und das fühlt sich richtig gut an. Ich glaube, wenn man jetzt mal so auf den Winter zurückguckt und jetzt hier durch die Straßen fährt, hat man das Gefühl, es hat sich gar nichts getan. Ne? Tatsächlich, hier rechts ist der Dorfplatz. Das ist so das erste Projekt, was wir jetzt mal im Ort angehen wollen. Da sind auch schon Planungen, aber das muss halt alles das Prozedere durchlaufen, was es immer durchlaufen muss und das dauert halt. Ne? Aber was man natürlich sagen muss, in den Haushalten ist es natürlich schon vorangegangen. Es tut sich auf jeden Fall was und die Menschen wollen jetzt weiter Gas geben. Ne? Die wollen unser Dernau wieder schön machen und ich denke, der Blick ist nach vorn gerichtet und es ist eine positive Stimmung insgesamt. Ne? Gerade auch, wenn man jetzt die Weinberge wieder voll sieht, wo die Welt, sag ich mal, noch in Ordnung ist, dann gibt das auch, glaube ich, ein schönes Gefühl hier unten im Dorf. Ne? Und wenn man selber da mal da oben Weinchen trinken geht, dann kann man es auch mal vergessen. Ne? Ja, wir haben Wandern für den Wiederaufbau. Das ist eine Veranstaltung von Dernau Rech Maischoss Altner zusammen. Die Leute können dann über den Rotweinwanderweg alle 4 Orte erkunden und auf dem Weg stehen ja, Winzer, Gastronomen aus dem Tal, die man damit dann unterstützen kann. Wir machen halt einfach wieder das, was wir sonst das ganze Jahr gemacht haben, was wir im Moment nicht können, weil das Hotel, Restaurant leider nicht mehr steht. Der Winter war schon extrem lang, ne, und auch sehr dunkel und war auch teilweise sehr einsam. Und es ist halt schön, wenn jetzt wieder das schöne Wetter ist und dass wir jetzt so langsam wieder ein bisschen aus uns rausgehen können und wieder ein bisschen arbeiten können, was uns ja auch eigentlich immer Spaß gemacht hat, ne, was auch unsere Welt war. Ne? Hallo. Ne? Ja, nee, das ist ja das Schlimmste. Ne? Dann komme ich direkt nochmal hoch. Ja, gib Gas. Ja, gut. Ich muss direkt wieder runter. Ich sag mal, wenn wieder ein bisschen Normalität, ein bisschen Alltag reinkommt, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach wieder so normal und nicht mehr nur noch in dem im Flut- und betroffenen Modus drin bist, dann rutscht man dann auch gerne für sich so mental so ein bisschen in so eine Opferrolle, glaube ich, rein. Und das möchte man eigentlich auch irgendwo langsam mal ein bisschen ablegen und sagen, okay, man versucht auch wieder Sachen aus eigener Kraft irgendwo hinzukriegen.
Ich baue ja mit meinem Nachbarn hier zusammen. Auf dem Areal hier standen ja 5 Häuser, die abgerissen wurden. Und ja, wir beide waren ja eigentlich mit auch die Ersten in Dernau, die abgerissen haben. Wir haben uns ja ziemlich schnell entschieden. Also ich war der Erste, mein Nachbar kam dann direkt hinterher und dann die anderen auch nach und nach. Und jetzt sind wir halt auch schon die Ersten, die wieder neu aufbauen. Und wir bauen ja jetzt diesmal ohne Keller, weil das so einfach nicht mehr umzusetzen ist. Wir dürfen im Erdgeschoss keine Wohnräume mehr haben oder beziehungsweise bis 1,40 Meter keine Wohnräume mehr. Und deshalb war einfach eine vernünftige Planung mit Keller für mich einfach nicht umsetzbar. Und dann mein persönlicher Wille, ich wollte halt einfach auch keinen Keller mehr, der volllaufen kann. Was ihr hier seht, ist ja so ein bisschen unser Herzensprojekt, was wir, sag ich mal, hier gemeinsam mit Kreis und Verbandsgemeinde hier auf die Beine stellen. Also hier entstehen eine Übergangsschule. Unsere Schule ist ja auch im Moment nicht nutzbar. Da steht noch nicht fest, ob sie abgerissen wird oder ob sie neu gebaut wird. Und unser Kindergarten, ja, der ist ja abgerissen worden. Das dauert natürlich auch noch ein paar Jahre, bis der wieder steht. Und ja, dann soll hier einfach ein Provisorium entstehen, quasi als Schule, Kindergarten und eine Sporthalle, die hier noch genutzt werden kann. Ne? Und ich denke, es ist wirklich wichtig für unsere Kinder, dass die wieder ordentlich hier am einen Punkt sich versammeln können und hier wieder halbwegs normal ihren Schulalltag und Kindergartenalltag verleben können. Ne? Also mein Plan ist, unten eine 160 Quadratmeter große Werkstatt zu bauen, 4 Meter hoch als Halle. Zum komplett durchfahren und obendrauf werde ich dann nur noch eine Wohnung für mich setzen mit einer kleinen Dachterrasse und das war's dann hier für Dernau. Der Verzehr vor Ort ist ja bei uns momentan nicht möglich und sieht auch so aus, als wenn das die nächsten 2 Jahre nicht der Fall sein wird. Also ganz optimistisch mal vielleicht 2024, wo ich mal sagen kann, dann könnte die Weinstube wieder aufmachen. Aber bis dato werden wir noch eine riesen Baustelle haben. Und dann ist es natürlich wirklich wichtig, dass man hier auch eine Möglichkeit hat, um sich zu präsentieren, um einen Großteil an Gäste anzusprechen, die Weine probieren. Also nicht nur bei uns, sondern bei allen Winzern ja im Prinzip die Möglichkeit haben zu probieren. Und sagen nachher auch, der Wein hat mir geschmeckt. Wir fahren runter ins Dorf, nehmen vielleicht schon die eine oder andere Flasche mit. Da hoffen wir natürlich jetzt drauf, dass das jetzt wieder anläuft. Ja, ist auf jeden Fall super, dass die Leute uns alle unterstützen wollen. Und man hört auch super viele Storys von den Helfern, die letzten 9 Monate hier waren zum Helfen und jetzt wiederkommen, um uns dann so zu unterstützen. Und man kennt so viele bekannte Gesichter, die man irgendwie vor ein paar Monaten mal getroffen hat oder die einem geholfen haben über das Helfer-Shuttle oder so. Und es ist echt schön, dass sie alle wiederkommen. Katastrophentouristen, die waren die ersten 10, 12 Wochen, das war dann. Und das ist jetzt vorbei. Wer jetzt hier ankommt, der geht auch mit Respekt hier hin. Und Touristen sind willkommen jetzt hier. Die können ja ruhig auch gucken, was kaputt ist. Ne? Weil es ist halt passiert. Ne? Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Wir müssen damit leben und dann sollen die Gäste auch mitleben. Und wenn du vor Ort bist und sowas siehst, da denkst du ganz anders darüber, als wenn du sowas im Fernsehen siehst. Ne? Und die Winzer und die Gastronomen, die leben vom Tourismus hier im Ahrtal. Ne? Gerade jetzt, wo wir wieder anfangen, in den Weinbergen was zu machen, ist es wichtig, dass die Leute hier hinkommen. Ne? Und das wird auch angenommen, das sieht man heute wieder, dass hier so viele Stände sind und auch so viele Leute wieder da sind. Und das ist extrem wichtig für uns, weil wir müssen ja auch weiterleben. Ne? Ich wäre mega zufrieden, wenn das Projekt Haus so weit klappt, dass man sagen könnte, okay, vielleicht könnte man im Winter schon einziehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier Vorreiter bin und alle fröhlich sein sollen wegen mir oder so. Das soll vielleicht einfach eher so zeigen, ey, guck mal,
es geht doch auch weiter. Und das merke ich einfach. Hier, da ist noch keiner gekommen und hatte kein Lächeln im Gesicht, sondern jeder sagt irgendwie, Mensch, endlich geht's los, ist doch toll. Und dann haben wir bald die Lücke hier weg. Und ja, wie ich dann, also das ist schon, das gibt einfach nur positive Energie.